So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu FIFA. Und wir machen heute weiter mit unserer Karriere. Und zwar in der Saison 4 sind wir gerade dran und wollen mit dem Sieg gegen RB Leipzig heute auch weiter den nächsten Schritt machen Richtung Meisterschaft. Das ist klar, das große Ziel dieser Saison. In der Champions League sind wir mit dem Sieg in Paris. Sind wir da wieder so ein bisschen zurück. Und ja, in der Liga wollen wir uns ein bisschen absetzen. Wenn wir gewinnen, sind wir 5 Punkte weg. Wenn wir verlieren, ist RB vor uns. Das wollen wir verhindern. So, ich hoffe, dass das nicht allzu sehr stört. Ich habe einen Ventilator hier laufen, weil das wieder so unerträglich heiß ist gerade und ich in einer Dachgeschosswohnung lebe. Und ja, hier läuft gerade so ein bisschen die PlayStation läuft gerade durch. Der Fernseher läuft gerade. Gut, der Laptop läuft gerade nicht. Der wird nachher noch ein bisschen was tun. Ja. Gucken wir dann einfach mal. Ich hoffe, dass es nicht weiter stört in der Aufnahme, aber sonst ist es für mich nicht auszuhalten. So, die erste Frage. Sie ist sehr gut in die Saison gestanden. Glaubt sich jemand, kann um den Bundesliga-Titel mitspielen? Ja, klar, warum nicht? Durchaus möglich. Oh, so war es anders gemeint. Unsere Mannschaft soll eigentlich gegen Leipzig gewinnen. Ja, wir passen die Antworten nicht, aber mal gucken. Ob es mit dem Neu- vielleicht mit dem neuen Teil. Ich weiß es noch nicht, ob es mir wurde. Bis zur nächsten Pressekonferenz. So, dann gucken wir doch mal kurz in die Nachrichten rein. Das ist jetzt gerade eher unwichtig. Und dann gehen wir rein ins Topspiel. Heimspiel gegen RB Leipzig. Da wollen wir natürlich anschließen. Die Mannschaft sieht schon so aus, als wäre es topfit. Ich will natürlich auch dieses Spiel gewinnen. Na gut, ist klar, wenn du immer nur so alle 2-3 Tage schon spielst, dann ist die Mannschaft irgendwann nicht mehr fit. So, gehen wir rein. Und los geht's. Die Saison ist noch lang, aber dieses Duell zwischen dem ersten und dem zweiten ist schon richtungweisend. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen RB Leipzig. Genau so ist es. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Schalke 04 gegen RB Leipzig. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für mich hat. Also das dürfte mit Sicherheit eine großartige Partie sein. Retalison, den hätte ich auch gern gehabt, aber der spielt halt immer beim Gegner. Wir müssen eh auch mal, weil Kolasin hat den Verein verlassen wird. Zur Winterpause. Zur Grunde 35 Millionen oder 37 Millionen. Müssen wir mal gucken, wie wir da noch holen. Aber ich würde ja gerne Robin Gosens haben. Sie greifen heute zu einem offensiven und dann wahrscheinlich noch ein Sechser. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen.
Na dann auf ins Geschehen. Spieltag Nummer 11. Heimspiel gegen RB. Da wollen wir natürlich anschließen. Ah, Richter, der hat 2 vorbeigeht, der hat 3 vorbeigeht. Richter. Aber am Burgo, der das ahnt und. Also Schalke macht schon Druck. Die möchten auch den Druck machen. Letzte Saison haben wir hier verloren. Und das darf uns definitiv heute nicht passieren. Das war so eine der Niederlagen, die uns am Ende den Titel gekostet hat. Der Ballverlust. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayern-Arena. Paulinho, jetzt mal. Nicht perfekt in den Lauf. Pfosten! Und damit gibt es auch Ecke, weil der Keeper da irgendwo noch dran war. Bisschen zu verspielt. Samuel Chukwueze. Läuft. Wird aber von De Rosso verkauft. Verfolgt. Jetzt hat De Rosso den Ball. Klasse Pass. Und der schickt sofort Paulinho. Den muss er querlegen. Dann steht sie 1-0 für die Gelsenkirchener. Vinicius. Schönes Anspiel. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Was für eine Aktion. So Abseits. Was für eine Rettung da. Ja, Abseits, richtig. Becker. Mit Tempo. Becker. Dann gespielt auf Marco Richter, der 14 Pass hat. Verfolgt wird, aber das mehr oder weniger nur halbherzig. Und, die Chance. Und da ist das halt so. Ja, und jetzt Thuis, jetzt liegen ihn quer und Alario macht 1-0. Gut, setzen hier ein Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Und damit ist das 1-0. Das Tor aus kurzer Distanz hier. Haben wir nochmal ein Auge drauf. Die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. So, 7. ist Saisontor. Der ist noch nicht so auf Touren, wie er es gerne hätte. So, jetzt am 39 Treffer. Aber ich halte an ihm fest. Mit ein bisschen Glück, Wang, aber das war abseits der Ball. Becker. Ah, der aber. Gut, das hat er gut gemacht, Herr Chang. Und der verliert dann aber direkt wieder den Ball, aber ohne Folgen. Naja, mehr oder weniger. Der Keeper haut den ein bisschen sehr unkontrolliert weg. Und das macht er schlecht. Jetzt Timo Becker. Ah, da wurde sich der Keeper und der Stürmer nicht einig. Und dann ist es das 2-0 Lucas Alario. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Beziehungsweise nicht der Stürmer, sondern der Verteidiger dort, der Leipziger. Die wurden sich ja, hier in der Szene. In der Szene wurden sie sich nicht einigen. Und dann geht dieser Rückball, der Ball von und, Latza ab. Von Danny Latza, der geht der auf ihn, geht der zum Alario durch und dann steht da 2-0 sogar. Also bisher haben wir es alles wirklich im Griff, muss ich sagen. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Leverkusen. Der neue Spielstand
Ja. Vangecha. Richarlison. Luis Alberto. Chance zum Anschlusstreffer. Und genauso, aber was identisch haben wir denn in der letzten Saison auch einkassiert? Genau oben rein. Luis Alberto. Da ist überhaupt nichts zu machen. Da kommt keiner rein in den Zweikampf, da möchte auch keiner irgendwie rein. Das möchte schon, aber Akpoguma lässt sich mit dem Tänzchen ausspielen. Und dann haut er den einfach oben komplett ohne, mit Humor, ohne Humor da oben rein. Keine Chance für Zentner, der braucht sich auch gar nicht bewegen. Da kommt er eh nicht ran. Und dann ist das 15. Saisontor für Luis Alberto. Im Spiel, was du eingeschaltet hast. Jetzt hier. Er kann ihn nicht aufhalten. Alario! Gefährliches Ding. Sie bekommen ihn nicht. Dann stellen wir mal eben kurz den alten Spielstand wieder her. 3-1. Oder halb Abstand, sagen wir mal so. 3-1. Durch den Hattrick von Lucas Alario. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Aber eigentlich ein Einwurf. Eigentlich ein simpler Einwurf. Das Ding war aber super platziert. Aber gut gemacht. Tor Nummer 9 für ihn. 3-1 heißt es also jetzt. Also langsam kommt er. Es ist kein Lupenreiner, nicht aus so einem von Alberto ist es halt. Aber es ist ein Hattrick. Schalke macht es super. Sie haben das am CRB im Griff. Aber es kann auch noch auf jeden Fall in der zweiten Runde. Lukmann. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Oh, da war Z da unten noch dran. Dann ist Halbzeit 3 zu 1 für die Blau-Weißen. Da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3 zu 1. Also, er macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Schalke 0. So, Leverkusen führt übrigens gegen Fortuna Düsseldorf so nebenbei, aber nun ja, gehen wir es mal rein ins Match. Also wie gesagt, ich würde gerne Robin Gosens als Kolasinac Nachfolger, als Verlinksverteidiger. Und dann gucken wir mal. So, wechseln wir uns bei RB. Nun ja, es kommt jetzt noch Pizzi kommt auch rein. Okay, sie werden wechseln jetzt also durch. Und dreifach wechseln sogar. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Dreifachwechsel gab es bei RB, okay. Das habe ich nicht gesehen. Hat sich was getan, es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3. Vielleicht der Abschluss der so, aber Rabi Zentner, wie gesagt, deswegen bin ich auch froh, dass ich den habe. Weil er auch einiges kann und einige Elfmeter schon gehalten hat in dieser Saison. Gute Parade gezeigt. Hat. Ja, RB, wie gesagt, sie haben durchgewechselt. Die werden natürlich jetzt ein bisschen anders auftreten als in der zwei ersten Halbzeit. Schade. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie in Frankfurt. Für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Und logisch, da sind wir. Ja, dann hat man zumindest mal die ganzen Top-Spiele weg. Also, wie gesagt, man hat jetzt hintereinander Paris, Dortmund, Bayern, nochmal Paris, jetzt RB. Aber momentan hält man sich mehr oder weniger schadlos. Gegen Paris hat man verloren. Alles andere hat man soweit das gewonnen. Aber ja, wie gesagt, der B macht es anders. Die spielen dann anders spielen. Es steht nur 3-1. Javairo, Di Rosso. Jetzt könnte die haben einen Fehlpass. Also wie gesagt, momentan. Samuel Schupuese. Versucht der B mit diesem Powerplay, mit diesem wir gehen drauf Ding. Di Rosso gegen Kunku. Können Sie was draus machen aus dieser Szene?
Aber dann macht Schalke sogar jetzt deutlich. Paulinho 4:1 und das ist genau das Problem. Schalke machen das Tor. So, jetzt können wir nämlich mal ein bisschen durchwechseln. Jetzt habe ich das Ding mal ein bisschen hoch. Mal ein bisschen. Das Ergebnis ist ein bisschen klarer gestellt. Exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne mit so wichtig. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Richarlison. Christopher Nkunku. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Ah! Ballbesitz ist weg. Jetzt ja, aber wie gesagt, aber trotzdem macht es irgendwie weiter. Die gehen auch weiter noch drauf. Die wollen sich hier nicht abschlachten lassen. Und, na, der war nicht. Der hätte ein bisschen anders kommen müssen. Ah! Das war Malik Ciao, der jetzt einen Fehler eingebaut hat mal. Oh, der ist gut gewesen, der war auch ganz, ganz wichtig, weil der weg ist. Ey. Und dann mit einem Doppelpass. Unten läuft Kobylanski mit. Den musst du anders spielen. Stark aufgepasst, die Gefahr erstmal vorbei. Super Tackling. Eduard. Blicken wir auf das nächste Spiel von. Ja, ich finde uns gegen die Bayern. Macht auf jeden Fall diesen Ball. Sie geben den Ball ab. Kurz am Link zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Kommt der da durch? So, es gibt kein Rot. Es wird kein Rot geben. Es wird Gelb maximal geben, wenn überhaupt. Schiedsrichter hat es aber gar nicht nötig, die Karte zu zeigen. Okay. Foul war es, das ist ganz klar. Hoffentlich was ganz Gefährliches. Das muss das 5:1 sein. Es muss tatsächlich das 5:1 sein für die Blau-Weißen hier. So, jetzt kommt Kone. Genau im richtigen Moment zu. Und dann kannst du den Ball gleich besser aufs Tor bringen. Muss er. Kone. Wäre es auch definitiv die Entscheidung gewesen. 4:1. Ja, mal gucken, was er noch kann. 10 Minuten haben wir noch. Und Duarte, der es super gemacht hat. Ballgewinn, gefährliche Position. Aber dann den Ballverlust dann vom Kollegen. Nächste Angewehr B. Ciao. Super. Richter, guter Ball auf Kobylanski, der ist immer noch frisch, der da wegläuft. Das muss es sein. Und dann ist es Kobylanski, der ist unten eiskalt versenkt. 5:1, 78. Erragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Ja, gut gemacht, definitiv. Schön gespielt, schöner Pass nach vorne rein und dann gib ihm. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, vorher. Burgo, 0 Chance da hinten. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Ja, zwischendurch hat RB mal ein bisschen Powerplay gespielt, ein bisschen was probiert, als es 2:0 stand. Hat das Anschlusstor. Luis Alberto. Und da war vielleicht noch mal was drin, aber die Schalke haben es dann durchgezogen, haben dann noch mal nachgelegt und haben dieses Spiel hochverdient gewonnen. Und damit sind wir 5 Punkte weg. An die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen,
was sie drauf haben, schlicht und ergreifend. Ja, wenn der Laden mal läuft, wenn es mal funktioniert, wenn man sich nicht irgendwelche blöden Fehler hinten anhört. Ich sag auch das Hinspiel in Paris, das war einfach so Marke, absolut unnötig, diese Niederlage. Das deswegen. Weil wir es halt durch drei Elfmeter haben wir uns eingehandelt und klar, das Minimum, das zweite halt drin war. Alario hat auch dieser seine Situation gemacht, gehabt, seine Tore gemacht. Hat auf jeden Fall funktioniert, der Laden läuft. Der Sieg war definitiv auch hoch verdient, muss man sagen. Leverkusen fertig Düsseldorf mit ebenfalls 5 Toren ab. Und ja, wie gesagt, sind wir jetzt 6 Punkte weg. Voraussetzung: Bremen und Hoffenheim gewinnen nicht ihre Spiele. Naja. Wie dem auch sei. Ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei FIFA und dann geht's weiter mit dem nächsten Duell. Und das heißt in Frankfurt. Bis dahin und tschüss.